Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe Biologie sind wir jetzt mittlerweile beim 16. Video angekommen, wo wir uns mit dem fünften Teil der Sinnesorgane beschäftigen werden, und zwar mit der Zunge. Damit sind wir quasi beim vorletzten menschlichen Sinnesorgan, danach kommt ja nur noch die Haut. Ja, und wenn wir über die Zunge sprechen, das erste, was uns dabei natürlich einfällt, ist ja quasi der Geschmack, weil wir ja quasi über die Zunge, sogar eher genau genommen auch zusammen mit der Nase riechend, die Geschmäcker wahrnehmen. Und ja, bei uns Menschen ist die Zunge allerdings nicht so ein wichtiges Sinnesorgan, hat aber natürlich trotzdem sinnvolle Funktionen, die wir innerhalb dieser Vorlesung besprechen werden. Allerdings hat die Zunge bei uns Menschen auch einen deutlich wertvolleren Einsatz, und zwar nicht als Sinnesorgan, sondern als unser Kommunikationsorgan. Denn ohne Zunge sind wir nicht in der Lage, unsere Laute besser zu koordinieren und können quasi nur Kehllaute abgeben. Und unsere komplexe Sprache und all die Töne, die wir machen können, hängen maßgeblich auch wirklich von unserer Zunge, deren Stellung und Bewegung ab. Damit ist sie quasi also dennoch ein sehr wichtiges Organ, wenn sie auch als Sinnesorgan bei Menschen eher vernachlässigbar wäre. Aber das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und zwar werden wir uns wie immer erstmal um die Grundlagen kümmern. Dann schauen wir uns evolutiv betrachtet, gehen wir ja quasi vom Primitiven zum Modernen. Und die primitivsten Zungen, die man wirklich auch richtig Zungen schon nennen kann, sind die Reptilien-Amphibienzungen. Und dann komme ich direkt unter Punkt 3 zur Anatomie der menschlichen Zunge als quasi Vertreter der Säugetiere. Und viertens ist dann die Zunge als Sinnesorgan, und zwar, wenn wir über das Schmecken sprechen, unser gustatorischer Sinn. Und darunter klären wir unter 4.1 die verschiedenen Geschmacksarten auf. Die ersten vier sollte jeder kennen: süß, sauer, salzig und bitter. Das sind die maßgeblichen, die auch schon relativ lange bekannt sind. Eher neu dazugekommen sind Umami, das bedeutet so viel wie köstlich, und fettig. Das sind alles Geschmackssinne, die wir wahrnehmen können. Und unter 4.2 kommen wir dann zur Physiologie des Schmeckens, also der Frage, wie kommen wir denn eigentlich davon, dem Punkt, dass irgendeine Nahrung auf unsere Zunge landet, bis dahin, dass wir dann zu dieser Nahrung einen entsprechenden Geschmack zuordnen können. Okay, fangen wir an mit den Grundlagen. Wie schon gesagt, hat die Zunge viele Funktionen. Sie kommt bei Fischen und Reptilien, Amphibien, Vögeln und Säugern vor, bei Fischen aber eher rudimentär, bei den anderen ist sie eigentlich immer ein Hauptbestandteil. Hauptfunktion ist auch die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme. Man merkt das ja, denke ich, bei uns. Die Zunge hilft beim Schlucken, das lässt sich einfach mal testen, indem man sie versucht, während des Schluckens festzuhalten. Da wird man feststellen, dass das nicht unmöglich ist, aber deutlich schwerer. Und wie hier dargestellt, bei einigen Reptilien, Amphibien ist die Zunge direkt auch eine Waffe. Wir sehen hier quasi ein Chamäleon, was wirklich die Zunge herausschneidet, um ein Beutetier damit zu greifen. Aber bei uns Säugern dient sie wirklich hauptsächlich als Unterstützung zum Schlucken und zum Schmecken. Deswegen ist sie auch natürlich der Träger der entsprechenden Geschmackssinneszellen, der sogenannten Geschmacksknospen. Diese reagieren auf chemische Geschmacksstoffe und ermöglichen uns daher, die aufgenommene Nahrung zu analysieren. Wenn wir schon bei Reptilien und Amphibien sind, behandeln wir natürlich auch unter Punkt 2 gleich dieses Thema. Wenn wir uns eine Reptilien- oder Amphibienzunge anschauen, dann werden wir feststellen, dass bei den Reptilienzungen, dass diese meist sehr schmal und verhornt sind. Die können auch Geruchsrezeptoren haben. Und damit wäre Geruchs- und Geschmackssinn miteinander vereint. Und bei uns höher entwickelten Lebewesen, den Säugetieren, sind die getrennt. Auch wenn wir tatsächlich auch hauptsächlich über den Geruch auch schmecken. Die Zunge der Amphibien sind an der Vorderseite des Mundes befestigt und enden in einer kugelförmigen Gestalt, die klebrig sein kann, um Beutetiere zu fangen. Das hatten wir ja gerade beim Chamäleon gesehen. Und Geschmacksknospen, welche als Geschmackssinneszellen natürlich dienen, kommen bei Reptilien, Amphibien nicht vor, was sich eigentlich auch schon aus dem ersten Punkt mehr oder weniger ergibt.
Damit sind wir evolutiv bei Reptilien, Amphibien durch und bei uns Säugern, beziehungsweise genau genommen bei uns Menschen als, sage ich mal, für uns bekanntesten Vertreter der Säuger gelandet. Und wenn wir uns mit der Anatomie befassen, werden wir feststellen müssen, dass die Zunge der Säugetiere und damit auch des Menschen zur Wahrnehmung des Geschmacks dient und dass sie am Rachen genau dort am Kehlkopf ansetzt. Wie ja, denke ich, bekannt ist, gehen vom Rachenraum sowohl die Speise als auch Luftröhre weg. Das heißt, dass wir theoretisch da, wo die Zunge ist, in unserem Mundraum zwei Öffnungen haben, eine zum Atmen und eine zum Schlucken. Das ist aber zeitgleich nicht möglich. Wäre ja auch ein bisschen gefährlich, wenn wir jetzt zum Beispiel etwas schlucken wollen, es kommt in die Luftröhre, dann verschlucken wir uns halt, kennen wir ja. Und wenn wir einatmen und es kommt in die Luftröhre, die Speiseröhre, gut, das ist nicht schädlich, das wird dann quasi ein Rülps, aber dennoch sollte das vermieden werden. Und da hat sich evolutiv am Kehlkopf ein sogenannter Kehldeckel ausgebildet. Und der ist, muss man sich vorstellen, wirklich vielleicht wie so ein Tiegel für einen Topf, der beweglich ist. Und je nachdem, ob wir schlucken oder atmen, zumindest versucht, die andere Röhre zu verschließen. Wenn es halt schief geht, dann kommt es halt zum Verschlucken. Der hinterste Teil unserer Zunge oder allgemein der Zunge wird Zungengrund genannt und auf dem befinden sich die Zungenmandeln und deren Aufgabe ist es, Speichel zu produzieren und Krankheitserreger vor dem Eindringen abzuwehren. Am Zungengrund schließt sich der vordere Zungenteil an, der wird dann als Zungenkörper bezeichnet. Auf dessen Oberseite, die wird Zungenrücken genannt, da sind unsere Geschmackszellen, die sich Papillen nennen. Genau genommen sind da auf diese Papillen mit den Geschmacksknospen und diese beinhalten dann die Geschmackssinneszellen. Auf unserer hinteren Seite des Zungenrückens sind die sogenannten Wallpapillen oder auf Lateinisch Papille Vallatae. Und die sehen eigentlich aus wie so kleine, oder das heißt kleine, etwas größere auch schon, kugelförmige Gebilde. Das sind quasi von unseren Papillen die größten. Dann gibt es noch Blätterpapillen, die sogenannten Papille Foliatae. Und die befinden sich an den seitlichen Bereichen der Zunge und liegen dort in kleinen Fältchen vor. Die lassen sich mit dem Auge eher schwer erkennen. Dann gibt es noch die Pilzpapillen, Papille Fungiformis. Und die verteilen sich als kleine Erhebung auf den vorderen zwei Dritteln des Zungenrückens, sind vergleichsweise klein, wie man hier auch in der Abbildung erkennen kann. Allerdings, wenn wir uns die Zunge mal im Spiegel zum Beispiel genauer anschauen, werden wir diese auch erkennen können. Dann haben wir noch Fadenpapillen. Und, also, das heißt, wir haben die, diese gibt es natürlich auch. Und diese dienen der mechanischen Reizaufnahme und sind auf den gesamten Zungenrücken verteilt und mit bloßem Auge auch nicht sichtbar. Von der Anatomie gehen wir gleich zu unseren wichtigsten Funktionen der Zunge hin, und zwar dem Schmecken, also unserem sogenannten gustatorischen Sinn. Und wie ich schon angedeutet habe, ähnelt das Schmecken sehr stark dem Riechen, denn beide haben dasselbe Grundprinzip, und zwar, dass spezifische Moleküle von den Sinneszellen gebunden werden. Und wenn gerade sozusagen der passende Bodenstoff empfangen wird, dann wird ein chemischer Reiz ausgelöst, welcher dann verarbeitet wird. Logischerweise sind die Sinneszellen des Geschmacks die Geschmackssinneszellen, beziehungsweise gustatorische Zellen, und wie schon erwähnt, befinden sich diese in den Papillen. Und das Schmecken kommt halt vorwiegend bei Säugern vor und ist quasi eine Ergänzung zum Geruchssinn, denn das Schmecken ist quasi ein untergeordneter Sinn. Denn wenn wir schmecken, dann riechen wir gleichzeitig auch. Denn sobald wir Nahrung zerkauen, werden halt Geruchsmoleküle frei. Die tun natürlich, weil wir trotzdem nebenbei atmen oder die Luft sich allgemein bewegt, erreichen daher über den Rachenraum auch die Nase und damit die Geruchssinneszellen. Das heißt, Schmecken und Riechen sind bei uns sehr stark miteinander verbündelt. Und das lässt sich auch relativ leicht beweisen. Zwar, wenn wir krank sind und eine Erkältung zum Beispiel haben oder allgemein nur verschnupft sind, die Nase also zu ist, dann ist es natürlich schwer für die Geruchsmoleküle, unsere Riechsinneszellen in der Nase zu erreichen. Und deswegen
wenn wir etwas essen, schmeckt das auch anders. Und das zeigt eigentlich auch schon, dass ein großer Teil des Schmeckens quasi über das Riechen stattfindet. Ja, wie gesagt, Geschmacks- und Geruchssinn gehen miteinander einher. Wichtig ist allerdings hier, und das können die Geruchssinneszellen nicht, dass auch mechanische Rezeptoren eine Rolle spielen, die wir auf der Zunge haben, denn die geben dann auch Auskunft über die Konsistenz der Nahrung. Es ist also nicht nur süß, sauer oder was auch immer, sondern es ist zum Beispiel fest oder schleimig. Und das kann natürlich jetzt auch verschiedene Bedeutungen für uns haben. Wichtig ist auch, wir haben auf der Zunge Temperaturrezeptoren. Und ganz bekannt ist hierbei das Capsaicin, das in scharfen Sachen wie Chili drin ist. Und die reagieren halt zum Beispiel auf Capsaicin, was uns dann Hitzegefühl vermittelt. Wir nennen das umgangssprachlich, sagen wir falsch, das ist scharf. Das ist natürlich ein Sprachgebrauch, vollkommen okay, wenn wir sagen, boah, der Chili hier, aber der ist extrem scharf. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Sprachlich ist es also sinnvoll. Biologisch gesehen oder allgemein physikalisch-chemisch gesehen ist es aber absoluter Unfug, weil einen scharfen Geschmackssinn gibt es nicht. Und es wird auch kein Geschmackssinneszell angesprochen, sondern halt wirklich einer unserer Temperaturrezeptoren. Wir müssten theoretisch, wenn wir jetzt extrem biologisch genau sein wollen, sagen, wow, der Chili hier ist aber heiß. Oder der Chili hier hat viel Capsaicin. Damit kommen wir dann auch schon zu den Geschmacksarten. Wunderbare Überleitung. Wie schon gesagt, hat der Geschmack viele Sinneseindrücke, aber man reduziert das meistens auf der Wahrnehmung der Geschmacksmoleküle. Einfach weil quasi der Geschmackssinn natürlich mit diesen zu tun hat und jetzt Mechanik und Schärfe zwar die Nahrung auch analysieren, beziehungsweise Hitze in Form der Schärfe, aber mit den Geschmackssinneszellen eher weniger zu tun hat. Auch angedeutet hatte ich schon, was hier steht. Es gab eigentlich mal vier Geschmacksarten. Das ist eigentlich aber seltsam ausgedrückt. Es gab natürlich schon immer mehr, aber bekannt waren eigentlich bisher nur vier. Und neuesten Erkenntnissen nach sind die Geschmacksknospen jedoch auch in der Lage, sechs verschiedene Geschmacksarten wahrzunehmen. Das sind die vier traditionellen: süß, salzig, sauer, bitter. Allerdings auch die zwei quasi neuen: umami und fettig. Wenn wir uns mit der Biologie des Schmeckens befassen, dann müssen wir uns halt auch immer die Frage stellen, wieso hat sich denn ein Geschmackssinn ausgebildet? Es muss, sofern wir zumindest an Darwins These glauben, und als Biologe erlaube ich mir das, müssen wir davon ausgehen, es muss irgendeinen Vorteil geben, dass wir auf einmal angefangen haben, Geschmackssinneszellen zu haben und schmecken zu können. Weil unsere Vorfahren, beziehungsweise andere Tiergruppen, hatten das nicht. Wir haben das aber noch. Das heißt, wenn es muss sich irgendwie positiv etabliert haben. Und das ist natürlich auch so, denn jetzt war es halt zusätzlich möglich, die Nahrung und ihre Bestandteile vor dem Schlucken, also bevor wir sie wirklich richtig unserem Organismus zuführen, wahrzunehmen und so zu erkennen, ob diese geeignet war. Hätten wir keine Geschmackssinneszellen, hätten wir zwar noch die Geruchssinneszellen, aber die Geschmackssinneszellen als Unterstützendes sind ja sehr wichtig dabei, dass wir im Moment vielleicht, wenn wir etwas in den Mund stecken, wir riechen es ja nicht immer vorher, es dann ausspucken. Zum Beispiel saure Milch kann man riechen. Wenn sie aber gerade so beim Umschwingen ist, dann ist es manchmal schwer zu erkennen. Wir nehmen es aber im Mund, schmecken, boah, es ist sauer. Und an dem Geschmack sauer erkennen wir, boah, die Milch, die ist nicht mehr gut, weg damit. Und schützen unseren Körper damit vor einer Gefahr, und zwar vor Milchsäurebakterien zum Beispiel. Das geht natürlich viel, viel weiter, kann auch verdorbene Nahrung etc. sein. So, und da das halt vorteilhaft war, bilden sich die verschiedenen Geschmacksarten aus und die ermöglichen uns nun, Art und Zustand der Nahrung zu ermitteln. Kommen wir damit zum ersten, zum süßen Geschmack. Unten rechts seht ihr die Darstellung der Zunge. Da befinden sich ungefähr unsere süßen Geschmackssinneszellen, also eher an der Vorderseite und an den Außenseiten. Und früher wurde halt angenommen, dass verschiedene Geschmacksarten an bestimmten Stellen der Zunge wahrgenommen werden können, dass sozusagen das Geschmacksbereiche gäbe. Das ist veraltet, da neue Studien zeigen, dass die verschiedenen Geschmacksarten quasi auf der gesamten Zunge wahrgenommen werden können, allerdings trotzdem mit statistischer Verteilung, dass es trotzdem an den hier gezeigten Stellen
stärker ist. Wir sehen ja, auf der ganzen Zunge sind die Zellen, aber trotzdem im Vorderbereich ist es vermehrt. Der süße Geschmack wird vornehmlich auf der Vorderseite der Zunge wahrgenommen und die Geschmacksknospen nehmen dabei Zucker und dessen Derivate wahr, also Derivat, Fachwort, die verschiedenen Zuckerarten, Glucose, Saccharose etc. und zeigen vor allem kohlenhydratreiche und damit energiereiche Nahrung, welche unser Körper benötigt. Daher schmeckt uns Süßes sehr gut. Wir brauchen halt Kohlenhydrate. Wir haben jetzt das Kohlenhydrat, das auf unsere Zunge kommt. Und nun hat sich evolutiv entwickelt, dass wir ein gutes Gefühl dabei haben und es uns lecker, süß schmeckt ja lecker, den meisten zumindest, dass wir das als sehr lecker empfinden und das essen wollen. Ein anderer Geschmack ist da sauer. Hier sieht man, die Verteilung ist relativ ähnlich wie zum Süßen und wird vermehrt auf der vorderen Seite der Zunge wahrgenommen und zeigt den Körper an, dass die Nahrung ungenießbar oder verdorben ist. Achtung, das ist nur generalisiert. Wir können lernen, dass verschiedene Geschmacksarten natürlich auch nicht unbedingt das bedeuten müssen. Beispiel hier die Zitrone, die ist ja nicht verdorben, das wissen wir. Aber evolutiv haben wir erstmal jetzt quasi erkennen können, dass hier bei saurer Nahrung, wie die Milch, sie ungenießbar oder verdorben ist. Sagte ich gerade Milch oder halt auch unreife Früchte, die sollten wir halt nicht zu uns nehmen, prinzipiell, allgemein. Natürlich gibt es, wie gesagt, Ausnahmen. Ja, worauf reagieren unsere sauren Geschmacksknospen? Ja, was sich anbietet, ist saure Lösung und Säure, also alles, was so ein bisschen pH-Wert verändert. Und weil halt wir quasi vor solchen Sachen gewarnt werden sollen, haben wir von Anfang an eine Aversion, das heißt eine geschmackliche Ablehnung gegenüber dem sauren Geschmack. Diese Aversion dient natürlich als Schutzmechanismus gegen schlechte Speisen. Natürlich können wir aber durch Erfahrungen mit spezieller saurer Nahrung wie Zitronen oder Saurbonbons diese Aversion gegen solche unschädliche Nahrung abgebaut werden. Dann haben wir noch salzig. Wir sehen, die Verteilung ähnelt hier auch sehr. Und zwar reagieren die Geschmacksknospen hier vor allem auf Salze, hauptsächlich auf Natriumchlorid. Und wir finden diese auf der Vorderseite der Zunge. Wie wir alle wahrscheinlich wissen, besteht Natriumchlorid aus Natrium- und Chlorion. Und welche bei uns halt vielen physiologischen Vorgängen wirklich gebraucht sind, zum Beispiel Aktionspotenzial, also der schnellen Reizweiterleitung, die wir brauchen, um zu reagieren. Und dafür brauchen wir halt diese ganzen Ionen. Und nach Erfahrungswert und nach der Salzkonvention kann die Nahrung da als angenehm oder unangenehm empfunden werden. Ist evolutiv auch sinnvoll. Wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen das Salz. Also sollten wir, wenn wir Salz zu uns nehmen, jetzt nicht das Gefühl haben, oh, weg damit. Allerdings sollten wir bei extremer hoher Salzkonzentration, muss sich unser Körper auch gleichzeitig schützen, weil wenn wir sehr viel Salz zu uns nehmen, kommt unser Ionenhaushalt durcheinander. Außerdem entzieht Salz uns Wasser. Und auch davor müssen wir uns schützen. Deswegen ist dieser salzige Geschmackssinn für uns wirklich, wenn es quasi angenehm oder leicht gesalzen ist, schmeckt es uns gut, das Salz ist okay. Aber bei hohen Konzentrationen werden wir gewarnt. Interessant ist, dass viele salzige Speisen zudem auf fett- und damit energiereiche Nahrung hinweisen. Und da wir diese auch brauchen, ist ja quasi unser höchster Energielieferant. Daher wird salzig in der Regel auch erst einmal als normal bzw. lecker wahrgenommen. Bitter sehen wir, ist auf der hinteren Seite der Zunge hauptsächlich zu finden. Und meiner Meinung nach, und ich glaube, dass, wenn ich das so die Literatur gelesen habe, ist es auch eine allgemeine Meinung, ist das unser wichtigster Geschmackssinn. Denn unsere bitteren Geschmacksknospen können eine ganz, ganz große Vielzahl an Bitterstoffen wahrnehmen. Und wenn man sich anschaut, was das für Stoffe sind, das sind hauptsächlich Stoffe, die für unseren Organismus giftig sind, also quasi Gifte. Daher mögen wir von Geburt an nichts, was bitter ist. Ist also eine angeborene Aversion, die dazu dient, dass wir gar nicht erst einmal bittere Sachen aufnehmen, weil wir eventuell Gift auf uns nehmen würden. Wie schon gesagt, die Geschmacksknospen für bitter sind eher auf der hinteren Seite der Zunge.
Und sind halt eine sehr, sehr große Stoffgruppe. Zum Beispiel Koffein, Solanin oder Codein. Jetzt werden verschiedene sagen, ja, Moment, Codein in der richtigen Dosis ist Medizin. Viele Medikamente, die flüssig sind, schmecken auch bitter. Und was schreibt er hier denn Koffein? Das ist ein Kaffee drin, ist doch auch total okay. Ja, hängt natürlich halt immer von der Konzentration ab. Schon Paracelsus sagte, allein die Dosis macht das Gift. Das heißt, er sagt genau, was ist das, das Gift macht? Allein die Dosis macht das Gift. Und er hat ja auch recht. Denn grundsätzlich sind halt Bitterstoffe für uns daher gefährlich, weil sie oftmals Gifte sind. Aber in angemessener Konzentration wirken sie nicht giftig. Koffein zum Beispiel ist halt eher, sag ich mal, ein schwaches Gift. Und wenn man nicht zu viel zu sich nimmt, hat das nicht unbedingt schlechte Auswirkungen. Gut, Solanin, das ist ein sehr heftiger Gift. Da sind schon geringe Mengen teilweise tödlich. Aber es ist sehr schwer evolutiv gewesen, die ganzen verschiedenen Inhaltsstoffe, sage ich mal, zu selektieren. Deswegen hat sich erst einmal ausgebildet, dass alles, was bitter ist, erstmal gefährlich ist. Ja, wie ich gerade sagte, in geringen Konzentrationen können diese sogenannten Gifte oder Bitterstoffe auch als Medizin fungieren und sind daher angemessen. Relativ neu unser Geschmack Umami. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, stammt das aus dem Japanischen und es bedeutet ganz einfach wohlschmeckend. Und die Geschmacksknospen für Umami reagieren auf Glutaminsäure, das ist hier unten abgebildet, wie wir sehen, eine typische Aminosäure, und deren Salze, den Glutamaten. Und damit zeigen sie das Vorhandensein von Protein und damit Aminosäuren an, die wir für den Stoffwechsel benötigen. Deswegen schmeckt uns quasi alles, was Umami ist, auch weil wir halt diese brauchen. Wir sehen schon Kohlenhydrate, Fette und Aminosäuren, schrägstrich Proteine. Das sind ja quasi die wichtigsten Stoffe, die wir für unseren Stoffwechsel brauchen. Und die müssen wir halt irgendwie positiv wahrnehmen und das tun wir auch. Ja, Glutamate kommen natürlich auch in Fleisch und in Käse vor. Vielleicht mal ein kleiner Hinweis dazu. Und damit kommen wir zu Fettig. Der wurde erst im Jahr 2011 entdeckt. Und zwar als Rezeptor für die verschiedenen Fettsäuren. Der Hintergrund dabei ist, für Proteine und Kohlenhydrate gibt es ja passende Geschmacksknospen. Aber Fette gehören ja auch zu den Hauptbestandteilen unserer Nahrung. Und deswegen hat man halt schon immer vermutet, dass da irgendwelche Rezeptoren existieren müssen. Man hat sie dann auch gefunden. Und Fette sind halt sehr wichtige Energielieferanten, denn wenn man sich das stoffwechseltechnisch anschaut, bringt quasi ein Molekül Fett dreimal so viel wie ein Kohlenhydrat. Und Fette kommen halt in sehr, sehr vielen Tierprodukten, allerdings auch in Pflanzen in Form von Ölen vor. Damit kommen wir zur Physiologie des Schmeckens, also der Frage, wie funktioniert das jetzt, dass der Weg von da ist irgendein chemischer Bodenstoff zu, ah, ich schmecke etwas. Das ist also die Frage mit der Aufnahme der Nahrung. Da nehmen ja auch diverse Bestandteile dieser auf. Und da ist dann die Frage, wie kommt es jetzt zum Geschmack? Natürlich über die Geschmacksknospen, das wissen wir schon. Und da ist es so, dass die Geschmacksstoffe sich an die Geschmacksknospen binden. Wobei man sagen muss, dass die Geschmacksknospen sich erstmal im Zungenepithel, also quasi in der oberen Schicht der Zunge befinden und da eine kleine Öffnung vorliegen, den sogenannten Geschmacksporen. Und da dringen halt die Geschmacksstoffe ein und setzen sich auf die Geschmackssinneszelle. Hierbei muss auch erwähnt werden, dass bei den Geschmacksarten salzig und sauer der Mechanismus noch unverstanden ist. Und bei Salzen sind Anion und Kation der Salze wahrscheinlich die Signalauslöser. Das heißt, die Geschmacksknospen sind ähnlich aufgebaut, aber reagieren auf verschiedene Stoffe und deswegen eventuell auf verschiedene Wege. Bei Säuren ist es auf jeden Fall so, dass die Reaktion wahrscheinlich auf der Dissoziation der Säuren in Säurereste und Protonen beruht, und zwar nachdem sie die Zellmembran überwunden haben. Und ja, es wird halt Wasserstoff frei, das heißt, das stimmt nicht, es werden Wasserstoff-Ionen frei. Das führt zu einer Veränderung des intrazellulären pH-Wertes
Und Veränderung vom pH-Wert ist eine regelbar messbare Sache und kann eine physiologische Reaktion, in dem Fall einen Geschmack, auslösen. Die Mechanismen für süß, sauer und bitter sind jeweils gleichartig. Und zwar ein an ein G-Protein gekoppelter Rezeptor binden sich passende Moleküle. Das führt zur Ausschüttung von diversen Neurotransmittern wie Serotonin und Noradrenalin. Dabei kommt es dann zu einer Signalübertragung, die leider noch ungeklärt ist. Auf jeden Fall werden die Neuronen befeuert und diese tun die entsprechenden Reize in verschiedene Hirnareale weiterleiten. So zum Beispiel auch in das Erinnerungszentrum, wo die Reize mit Erinnerung an den jeweiligen Geschmack verbunden werden. Das heißt, wir nehmen dann nicht nur einen Geschmack wahr, sondern dieser wird direkt gleich, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken, von unserem Gehirn automatisch analysiert und mit einer Erinnerung verbunden. Oder mit diversen Erinnerungen, je nachdem, was wir da haben. So, das war die Theorie. Jetzt machen wir einige Übungen dazu. Wie immer würde ich euch empfehlen, das Video an dieser Stelle hier zu pausieren, euch Stift und Papier etc. zu greifen, die Aufgaben zu bearbeiten und ich springe schon mal zur Lösung und dann vergleichen wir am besten. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Und zwar Aufgabe 1. Welche Aufgabe hat die Zunge bei Säugetieren und welche bei Reptilien und Amphibien? Ja, bei Säugern ist sie halt Hilfe beim Schlucken und zur Unterstützung bei der Identifikation der Nahrung, also Geschmack oder Konsistenz, beziehungsweise und Konsistenz. Bei Reptilien und Amphibien ist das eher weniger der Fall. Da dient sie der Erbeutung von Nahrung, allerdings nicht bei allen Reptilien. Zweitens, ist der Geschmackssinn verglichen mit dem Geruchssinn ein starker Sinn? Begründe deine Antwort. Warum lassen sich Geruchs- und Geschmackssinn miteinander vergleichen? Ja, das war jetzt quasi die logische Anwendung und ging auch ein bisschen auf die vorige Vorlesung zurück, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, denn es hängt ja alles zusammen. Und nach der Frage, ob das ein starker Sinn ist, muss die Antwort lauten: Nein. Der Geschmackssinn ist ein schwacher Sinn, denn das, was wir als Geschmack wahrnehmen, wird zwar von unseren Geschmackssinneszellen aufgenommen, aber hauptsächlich leider beim Kauvorgang frei werdende Geruchsstoffe treten in die Nase und werden dort vom Riechsinn wahrgenommen. Deswegen riechen wir quasi beim Kauen und Essen viel mehr, als wir schmecken. Daher lassen sie sich auch gut miteinander vergleichen, denn beide tun auf demselben Prinzip beruhen, und zwar, dass irgendwelche Moleküle von dazugehörigen Rezeptoren erfasst werden, und damit haben wir hier zwei chemische Sinne, und das sind auch unsere zwei einzigen chemischen Sinne. Drittens, was für Rezeptorarten helfen uns beim Schmecken? Ja, das sind unsere Geschmacksrezeptoren, beziehungsweise Geschmacksknospen, ist beides richtig. Allerdings haben wir auch noch mechanische und Hitzerezeptoren sowie Geruchsrezeptoren. Die kann man hier auch nochmal anführen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich auf die Zunge beschränken wollen, sind es die ersten genannten. Viertens, was sind Geschmacksknospen und worauf reagieren sie? Ja, Geschmacksknospen sind unsere Geschmackssinneszellen. Diese befinden sich im Zungenepithel und reagieren halt auf spezielle Moleküle der Nahrung, die Geschmacksstoffe genannt werden. Ganz knapp und bündig. Ja, fünftens war jetzt, wie so oft natürlich, Beschriftung von einer anatomischen Zeichnung, hier der Zunge. Von oben nach unten haben wir den Kehldeckel, dann den Kehlkopf, dann die Zungenmantel, der Zungengrund, die Wallpapille oder wer das Lateinische genommen hat, Papillae Vallatae, dann die Blätterpapille, Papillae Foliatae, der Zungenkörper, die Pilzpapille, Papillae Fungiformis, und die Fadenpapille Papillae filiformis. Ja, wie man sieht, ungefähr die Hälfte sind Papillen. Und last but not least, sechstens, hier sollten die sechs verschiedenen Geschmacksarten aufgezeigt werden und die entsprechende Tabelle dazu ausgefüllt werden. Da haben wir erstmal den süßen Geschmack, wobei hier auf Zucker und dessen Derivate reagiert wird.
mit dem Zweck, dass Kohlenhydrat und damit energiereiche Nahrung angezeigt wird. Und als Beispiel, was angezeigt wird oder wo das enthalten ist, ist halt Schokolade. Wird jetzt eigentlich quasi alles nehmen können, was süß schmeckt. Sauer, da wird auf Säuren bzw. auf die Säurereste reagiert, mit dem Zweck, dass wir vor verdorbener und unreifer Nahrung gewarnt werden, zum Beispiel saure Milch. Bei salzig, da reagiert man auf Anion und Kation, mit dem Zweck, dass wir Anion und Kation für physiologische Vorgänge erhalten werden, dass wir diese quasi wahrnehmen können, weil wir sie für den Stoffwechsel brauchen. Und alles, was salzig schmeckt, ist ein gutes Beispiel, wie Pökelfleisch oder einfach wirklich reines Salz oder Chips. Allgemein hätte man Chips hier sehr oft aufwenden können, bei Umami, bei Fettig und bei Salzig. Weil viele Speisen von uns haben halt nicht nur einen Geschmack. Dann haben wir noch Bitter, wo auf Bitterstoffe wie Alkaloide reagiert wird, mit dem ganz, ganz, ganz wichtigen Zweck, dass wir vor schädlichen Stoffen gewarnt werden. Ein Beispiel für Nahrungsmittel, was bitter schmeckt, ist halt Kaffee oder auch Kakao. Kakao ist ja nur dann süß in geringen Mengen, in hohen Mengen ist es bitter. Dann haben wir noch Umami. Hier reagiert man auf Glutaminsäure bzw. Glutamate, welche das Vorhandensein von Protein für den Metabolismus, also unseren Stoffwechsel, anzeigen. Und hier habe ich mir erlaubt, Chips rauszunehmen als bekanntestes für Umami. Dann haben wir noch Fettig, hier habe ich auch wieder Chips genommen, wie man sieht. Aber hier wird auf Fettsäuren reagiert. Diese zeigt natürlich Fett und damit energiereiche Nahrung an, die wir brauchen, um unseren Energiehaushalt aufrechtzuerhalten, weil alle Stoffwechselvorgänge, alle Bewegungen, alles, was wir durchführen, in irgendeiner Weise Energie verbraucht. Okay, damit sind wir am Ende dieser Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant. Immerhin, wir schmecken ja alle, aber wir machen uns sehr selten Gedanken darüber, warum wir schmecken und was das zu bedeuten hat. Uns reicht es normalerweise zu wissen, ja, okay, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Auf das reduzieren wir es ja meistens und das mache ich natürlich in der Praxis auch. Ich denke da nicht drüber nach, ah, das schmeckt aber gut. Meine Glutamatrezeptoren reagieren hier für fettig. Nein, okay. Damit verabschiede ich mich in ein schönes Wochenende, würde mich über eine gute Bewertung, Daumen hoch freuen. Wirklich, dieser Support hilft mir sehr, dann kann ich auch die Videos immer wieder besser bereitstellen.